Was geht ab, boah, junge Manuelsen hier, live zu Hause am Chillen. Ich muss verrückte Sachen hören, lesen, dies, das. Guck mal, mir ist das scheißegal. Guck mal, jeder deiner Fans, jeder dieser Hurensöhne, die auf Twitter da mir probieren, meine Zeit zu klauen, ne, sind genauso Hurensöhne wie du. Und ich garantiere dir jetzt offiziell, die Leute können denken, was sie wollen. I don't give a fuck, Alter. Die Leute können denken, was sie wollen. Ich garantiere dir jetzt, nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. Du machst einfach keinen Auftritt in NRW. Düsseldorf nicht, Köln nicht, Ruhrgebiet nicht, Dortmund nicht, Düsseldorf nicht, habe ich schon gesagt, Essen nicht, Bochum nicht, noch nicht mal in Bad Honnef machst du einen Auftritt. Sobald du die Grenze von Nordrhein-Westfalen überschreitest, komme ich dahin und fick deine Mutter. Genau das werde ich machen. Wen nennst du Nigger, Alter? Ich habe mit Nick One nichts zu tun. Weißt du, wie ich meine? Nick One ist Nick One. Verstehst du? Der ist ein Mann für sich selber. Weißt du, ich meine? Aber wen nennst du Nigger? Wer nennt hier wen Nigger eigentlich die ganze Zeit von euch Bastarden? Sag mal, wen wollt ihr verarschen eigentlich? Wer nennt wen von euch Nigger? Ihr Hurensöhne, ich fick eure Mütter, alle wie ihr da seid. Jeder, der nächste, der mir über den Weg von euch läuft, ich schwör auf Koran, der kriegt einen Stich. Ich schwör auf Koran, der kriegt einen Stich. Wen nennt ihr Nigger? Wen nennt ihr Nigger? So. Und jeder meiner Jungs, egal in welcher Stadt, steht hinter mir und ihr braucht nicht denken, wenn ich in Mülheim sitze und ihr irgendwo am Arsch der Welt seid, ich krieg euch nicht. Ich krieg euch in jeder verfickten Stadt, ihr Hurensöhne. Und jeder eurer Fans, die genauso denken und genauso beleidigen, eure Mütter fick ich auch. Ich fick eure Mütter auch. Ihr verfluchten Hurensöhne, rassistischen Hurensöhne. Ihr geht und macht mir Hip-Hop, diese Filme. Jeder von euch wäre gerne schwarz. Ihr lasst euch in Amerika filmen, wie ihr in irgendwelchen Autos sitzt mit Schmuck. Von wem kommen diese Filme? Das kommt doch von uns. Warum geht ihr nicht in irgendein Bierzelt und trinkt irgendwelche Weißbiere und trinkt irgendwelche esst irgendwelche Würstchen, ihr Hurensöhne? Ich fick eure Mütter. Ob ihr Deutsch seid, Araber seid, Türken seid, Nikladi Rabbim Talunkum, damit ihr mich auch alle versteht. Habt ihr mich verstanden? Ihr verfluchten Hurensöhne. Hey Bushido, wir sind hier in Ravensburger. Wenn du hier mit K anfängst, das ist deine Sache. Der K ist für uns auch eine Fotze. Jeder Verräter ist für uns eine Hure. Verstehst du? Und schick uns drei Arafats. Komm erstmal mit einem Arafat. Und der soll gegen mich Mann gegen Mann machen. Dann sehen wir, wie das läuft. Ich komme auch zu dir, zu der scheiß Hauptstadt da, nach Berlin. Verstehst du? Und mach hier nicht so Sprüche, ihr Internet-Rambos. Machst du Witze über Niggas? Hast vergessen, welche Niggers die Tür aufgemacht haben in Aachen? Ja, du Duppes. Hast du vergessen? Ja? Kleine Kartoffel. Hast du vergessen? Am 17. Leverkusen, ich will sehen, dass du ein Mann bist und kommst und deine Musik spielst, ja? Alle Niggers, an alle Niggers, die gehört haben, wie Flair sich über uns lustig gemacht hat, der mit seinen Kanakenfreunden. Ich habe nichts gegen Kanaken, ihr wisst, ich habe genug Kanakenfreunde. Diese zwei Kanaken, ha? Ihr macht euch lustig. Ha? Kommt auch. Kommt zu dritt. Wir machen 3 gegen 3. 3 Niggas gegen 3. Gegen zwei Kanaken und einen Deutschen. Ha? Da will ich sehen, wer hier Mann hat, wer hier Kokonis hat. Dein Deutschrapper sollte so sein, sollte. Wären wir nicht da, wäre gar nichts leer. Nix. Ziffert. Ich hab dich in Köln gesehen. Du warst am Heulen, du wolltest wieder nach Aachen kommen. Was denkst du, Flair? Meinst du, wir haben dich gebraucht? Zweiter Teil kommt jetzt. Stopp. Zweiter Teil. So. Ich sag dir, Flair, jetzt hast du richtig Probleme, jetzt hast du Arschkarte. Ab 17. wirst du dich spielen in Leverkusen. Ich garantiere dir das. Ich erwarte von den Jungs von 739 drei Autos. Leverkusen, Aachen, so oder so drei Autos, Rakai, Rakai, ich präzisiere, die Gang, Rakai, Mani, Mani, ey, nimm die ernste Lage, drei Autos, Bonn, Sugar MFK, ich erwarte auch drei Autos da, und danach, wir klären das mit Flair, er wird sich richtig entschuldigen. Ihr werdet sehen, was für eine Fotze das ist, er wird sich entschuldigen, macht euch keine Sorgen, ich. Über diese Sachen und ich
Habt das unter Kontrolle. Ich verspreche es euch. Es wird nichts geben. Flair wird nicht am 17. spielen. Und Flair, wenn du das hörst, ruf mich privat lieber an. Entschuldige dich jetzt erstmal. Und da gucken wir weiter. Weil wenn nicht, du wirst nicht am 17. spielen. Wenn du meinst, komm mit deinen Kanaken. Komm zeigen, wenn ihr Kokonis habt. Wir werden sehen, wer Kokonis hat. Ich schwöre bei Gott, wir werden es sehen, Flair. Ich und du werden das klären auch. Ich sage es dir. Ich sage es dir, Flair. Feierabend. Feierabend. Überall in NRW Flair vorbei. Da wir zu viel mit dir gelacht haben, werden wir jetzt sehen. Wir haben zu viel mit dir gelacht. In NRW ein Schätzchen Ohrfeigen geben müssen und deine Rolex nehmen müssen. Aber ist nicht schlimm, es ist noch nicht zu spät. Zeig uns einfach, dass du Mann bist, komm nach NRW. Kein Konzert, ich bin jetzt da. Ich flieg nicht mehr in Urlaub wegen dir. Ich bin jetzt da. Ich bin dein Sachbearbeiter. Ich hab alles unter Kontrolle. Du wirst das spüren. Flair in NRW vorbei. An alle Niggas aus NRW. Wenn ihr diese Nachricht seht, nimm bitte ernst der Lage, dass wir keine Affen sind. Wir lassen nicht mit uns spielen. Diese Weißen haben genug schon mit uns gespielt und es reicht. Es reicht. In Koffer. Deswegen an alle Niggas, wir haben Krieg mit Flair. Lass den Uf in Ruhe. Das hat nichts damit zu tun. Mit Flair haben wir ernsten Krieg jetzt. An alle Will Niggas. An alle Will Niggas aus NRW. Wir haben Krieg mit Flair. Ich wiederhole. NRW, wir machen zu. Komplett zu. Bonn, Düsseldorf, Aachen, Bonn. Und ich präzisiere Rakai die Gang. Manio, ich warte auf dich. Wir sind gerade in Kontakt ständig. Ganz stark, Mann. Ganz stark, wie du mir gesagt hast, Bruder. Das soll bitte auch so sein. Und ich sage euch, NRW, wir machen zu. 739 Records, wir machen zu. Was geht ab, Leute? Es wurde sehr viel geredet die letzten Wochen und Monate über dieses Auge-Thema. Und mein großer Bruder Azad hat immer zu mir gesagt, ich soll nicht darüber reden, weil es am Ende des Tages um die Frau von jemandem geht. Ne? Aber ich möchte darüber stellen und dazu Stellung beziehen, weil sehr viel geredet wurde über fiktive Personen. Und okay, lass uns aber jetzt mal über die Realität kurz sprechen. So, über reelle Personen. Ich bin damals zu Manuel persönlich gegangen. Wir saßen in Gelsenkirchen beim Grill und hab zu ihm gesagt, Bruder, es ist eib, dass du deine Ehefrau in ein Musikvideo im Bikini in einen Pool stellst, während Leute außenrum Shisha rauchen. Das Video heißt Endgegner. Dieses Video ist auf YouTube überall zu sehen. Ich habe zu ihm gesagt, eib, dass du das machst. Er sagt zu mir, nein, ich finde das geil, das ist cool, das ist nice für den Grind. Ich sag zu ihm, Bruder, wenn wir Frauen, Models für unsere Musikvideos buchen, ist das eine Sache. Das ist deren Job, sich so zu präsentieren. Aber nicht deine Ehefrau, die wir 2 Wochen vor islamisch getraut haben. Er sagt nein und so, das ist genauso gut. Ich sage, okay, wenn ich bei dir als Freund nicht weiterkomme, natürlich gehe ich zu deinem besten Freund, zu deinem zweitbesten Freund, zu deinem drittbesten Freund. Und okay, lass uns aber jetzt mal über die Realität reden und versuche mit denen zu reden. Wenn die mir jetzt daraus einen Strick ziehen, bin ich ganz ehrlich. Wer denkt, dass ich in dieser Sache im Unrecht bin? Dass ich zu einem Freund gegangen bin und versucht habe, ihn davon abzuhalten, dass er seine Ehefrau so präsentiert. Ne? Wer denkt, dass ich im Unrecht bin, der braucht nie wieder meine Musik zu hören. Okay? Wer denkt, dass ich im Recht bin, sollte auch nie wieder auf dieses Thema eingehen. Weil das ist unsere Kultur, Manuel. Du hast die Sprache von den Kanaken gelernt. Du hast den Glauben von uns angenommen. Ne? Du ziehst dich an wie wir, du redest wie wir, du benutzt den Dialekt wie wir. Aber was das angeht, was Scharaf und was Namus angeht, hast du leider nichts von uns gelernt. Und das wollte ich dir begreiflich machen. Daraus drehst du mir jetzt einen Strick. Und guck mal, ich würde das bei jedem anderen Freund von mir auch so machen. Ich würde mit jedem meiner Freunde darüber reden. Jeder, der denkt, dass ich im Unrecht bin, Freund, und versuche, dass ich im Unrecht bin, der soll einfach seine eigene Frau in ein Musikvideo in ein Bikini stellen. Ne? Du sagst, ich mache Auge auf deine Frau, Auge auf Frauen von Brüdern. Wie soll man Auge auf etwas machen, das du selber bei YouTube hochlädst, was Millionen Leute sehen können? Okay? Das ist das erste und letzte Mal, dass ich mich dazu äußere. Und wenn du sagst, Animus müsste eine Kugel fangen, hier bin ich. Wo ist die Kugel? Wenn du sagst, ich muss mit Animus kämpfen, hier bin ich. Ich komme Montag nach Mülheim und wir kämpfen wann und wo du willst. Du und ich Mann gegen Mann. Nicht dein Label, nicht deine Kollegen, nicht dein Umfeld.
Du und ich. Du redest doch immer davon, ich wünschte, Rapper würden sich selber gerade machen. Hier hast du einen Rapper gefunden, der sich gerade macht. Zieh nicht Leute von links und Leute von rechts mit ein. Okay? Ansonsten, das ist mein ganzes Statement dazu. Mehr ist nicht passiert. Und komischerweise habe ich das zu deinen Freunden gesagt. Ich denke, dass ich im Unrecht Freunden gesagt, 2 Monate bevor ich zu Azads Label Bossnose gegangen bin. Und erst nach 2 Monaten, wo ich unterschrieben habe, hast du den Post gemacht bei Azad drunter. Erinnerst du dich noch? Mit Auge auf Frauen von Brüdern? Irgendwas stimmt nicht. Wenn es so schlimm war, was ich gesagt habe, hättet ihr mich sofort zur Rede gestellt und nicht erst an dem Tag, wo ich gesigned habe. Deswegen, du hast hier mein Angebot ein für alle Mal. Das, was ich dir damals gesagt habe, habe ich dir als Freund gesagt. Ich sage es dir heute nochmal als Mann, dass das nicht gut ist, was du da tust. Ne? Entweder du siehst es ein oder du siehst es nicht ein. Dreht mir aber keinen Strick daraus. Ich bin immer gerade Freunden gesagt. Und die Fitner, die schreiben, ja, die Miri sind so, die Abu Chaka sind so. Der hat uns hier gedroht, der hat uns da gedroht, der hat das gerade klargestellt. Und das bleibt so. Und was ich geschrieben habe, ich habe ihm versprochen, einen Namen nicht zu nennen, den werde ich nicht nennen. Aber was ich schreibe an einen gewissen Rapper, das meine ich auch so. Ich stehe dazu. Okay? Und das werde ich auch durchziehen. Peace. 45 hier. Wir stehen hier in der Weichselstraße 5. Auf jeden Fall, du kleiner Hurensohn, keiner hat deine Mutter beleidigt. Ich habe deine Mutter nicht erwähnt, ich habe nicht mal dich beleidigt. Du nennst meine Mutter eine Hure. Ich bin gerade hier, genau vor deinem Haus. Komm, komm. Ich bin gerade vor deinem Haus hier. Der einzige Grund, warum ich nicht jetzt gerade bei dir anstelle oder die Tür eintrete und hochgehe, ist, weil ich habe Respekt vor Mutter. Du hast eine Mutter zu Hause. Ich fick dich nicht vor deiner Mutter. Aber wenn du ein Mann bist, ich werde jeden Tag ab heute vor deiner Tür stehen, damit ich nur dieses Wort aus deinem Mund nochmal höre, dass du mich so einen Hurensohn nennst. Wenn du Eier hast, melde dich bei mir. Wir können uns auch anders treffen. Und ich schwöre dir auf Koran, ha, und ich bin ein Mann. Wenn du dich bei mir meldest, ich fick dich nicht, ich schlag dich nicht. Komm nur an meinen Tisch, entschuldige dich wie ein Hurensohn, wie ein Hund, und die Sache ist gegessen. Ansonsten, eines Tages werde ich dich sehen, weil du wohnst in Deutschland, du wohnst in Düsseldorf, du wohnst 30 Kilometer von mir entfernt. Ja, ne, irgendwann mal trifft man sich, okay? Du kleiner Hurensohn, mach die Kamera aus, egal. Jo, liebe Fans, hier ist Manuel Omeira, ciao. Meine Facebook-Seite ist zurzeit gesperrt. Deswegen mache ich eine kleine Videobotschaft über K1. Ich würde euch was sagen. Bushido, am 12.04., wenn ich boxe in Bonn, kann deine Frau zugucken. Ich brauche einen richtigen Mann wie ich, du Hund. Du nennst mich Hund, ihr Ebene Scharmut, immig deine Gerchelkirbe. Und alle deine Leute, die mit dir sind, ich jeden einzelnen von denen, du. Hast du gehört? Du bist der größte, den ich kenne, und Shandy werde ich selber. Shandy werde ich selber, dafür werde ich sorgen. Merk dir eins, du Hund, du hast deine Grenzen überschritten. Ich war damals in Berlin alleine bei euch in Fakka. Deine Hunde sind zu mir gekommen, haben sich mich in den Arm genommen, der eine Scharmut. Ja, du nennst mich, ich bin ein Hund, du. Deine Frau werde ich noch besser als Mesut Özil, damit sie mich heiratet, du Hund. Tfi alle, Kalb. Und für euch auch alle, ich alle. K1 ist Nummer 1. Tfi.